Wer dieser tollen wirtschaftspolitischen Debatte zugehört hat, versteht, wir Grüne haben der Wirtschaft was zu bieten. Aber wir sind nicht damit zufrieden, nur der Umweltbeauftragte der Wirtschaft zu sein, sondern wir fordern von der Wirtschaft, dass sie Teil wird des fundamentalen Transformationsprozesses, den wir brauchen. Es gibt in der Wirtschaft selbst um diese Fragen zwei Lager, die auf unterschiedliche Grundakkorde hören. Der eine Grundakkord heißt Subvention, Deregulierung, Protektionismus. Der andere Grundakkord heißt ökologische Innovation, Marktwirtschaft statt Machtwirtschaft und soziale Verantwortung. Zwischen den zwei Lagern wird ein Handgemenge ausgefochten an allen Fronten. Das geht vom Mittelstand bis zur Handelspolitik. Die Agenda, die Common Sense Agenda zu TTIP, die vorhin Toni genannt hat, die findet bei der IHK in Offenburg sofort Unterstützung. Aber auf der anderen Seite stehen dann die Großkonzerne, die unbedingt die Handelsprivilegien und die Investorenprivilegien wollen, die unter dem Kürzel ISDS laufen. Wir müssen da als Grüne näher ran. Wir müssen näher ran, nicht um uns anzubiedern, sondern um uns einzumischen und um die eine klare Botschaft deutlich zu machen. Es gibt künftig wirtschaftlichen Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit nur noch auf der Basis von Nachhaltigkeit, liebe Freundinnen und Freunde.